Christoph Matschinko, du hast deine Jugend in Salzburg verbracht. Erzähl ein bisschen, du bist in der Jugend von Red Bull Salzburg groß geworden. Wie war diese Zeit für dich? Ja, es war anfangs nicht so einfach, weil ich weit von daheim weg war. Also bin mit 14 nach Salzburg ganz allein. Und ja, es hat dann alles sich eigentlich einpendelt und ist dann immer besser geworden. Ich habe mich wohl gefühlt in Salzburg, weil Salzburg ist ja eine schöne Stadt. Und ja, es war eigentlich eine sehr lehrreiche und schöne Zeit. Viel Leute kennengelernt, viel gelernt in Salzburg. Vor allem in der Akademie. Ich habe mit sehr, sehr vielen Spielern und Trainern zu tun gehabt. Und ich glaube, dass es ganz eine wichtige Erfahrung war in meinem bisherigen Verlauf. Wo bist du ursprünglich her? Aus Lebring, Bezirk Leimnitz, der Steiermark. Mit 14 muss man sich ja so eine Entscheidung überlegen, ob man da jetzt weggeht. Wie, hast du dann mit deinen Eltern irgendwie besprochen, wie sie das macht oder wie ist das abgelaufen? Ne? Weißt du, sagst du warst ganz allein dort dann? Ja, anfangs wollte ich überhaupt nicht. Also ich wollte gar keine Akademie oder irgendwo in ein Internat. Weiß nicht, das war halt früher für mich ja nicht so interessant, muss ich sagen. Und irgendwie haben dann sehr viele Leute auf mich drauf eingeredet und auch mein Trainer daheim beim SV Lebring hat sehr oft mit mir geredet und mich schlussendlich dann überredet, dass ich den Schritt mache und heute bereue ich es auf keinen Fall. War für dich zum damaligen Zeitpunkt schon absehbar, dass deine Zukunft im Profifußball liegt? Ja, eigentlich gar nicht. Also ich war fußballerisch nicht so begabt, sagen wir mal. Weil man nicht einmal die Kugel stoppen können gescheit. Mein Glück war halt, dass ich sehr schnell war früher und ja, körperlich sehr gut beieinander. Ich war, glaube ich, mit 14 schon einer von den bulligsten in meinem Alter, in meinem Jahrgang. Und ja, irgendwie habe ich mich dann fußballerisch auch so weiterentwickelt, dass das dann gereicht hat für eine Profikarriere oder einen Sprung in den Profifußball. Wann war dieser Moment? Hast du irgendwann Klick gemacht? Wann hast du gemerkt, dass da eigentlich quasi steil nach oben geht bei dir? Ja, Klick gemacht hat es damals bei meinem Heimatverein. Da habe ich einfach eine gute Saison gehabt und einfach getroffen. Ich habe selber nicht gewusst, wie das geht. Keine Ahnung. Es ist einfach der Knopf dann aufgegangen. Und ja, es ist dann immer wieder weitergegangen und der Stein ist ins Rollen gekommen und ja, ich habe einfach dann sehr viel dazugelernt und auch schnell gelernt, glaube ich. Und so habe ich mich dann sehr gut weiterentwickeln können. Du hast schon gesagt, du hast immer ein Ziel, dieses Ziel eben vor den Augen gehabt und hast dich sehr schnell weiterentwickelt. Hat es in dieser Entwicklung irgendwann einmal trotzdem einen Moment gegeben, wo du irgendwie gezweifelt hast, wo du vielleicht glaubst, dass du schaffst das nicht? Gezweifelt habe ich nie eigentlich. Es war halt, zwischendurch habe ich schon harte Zeiten auch gehabt, wo es einfach nicht gelaufen ist, wo halt Dinge zusammengekommen sind, die nicht reinpasst haben oder wo man ein bisschen ins Zweifeln kommt, aber an das, dass ich es nicht schaffe, habe ich eigentlich nie gedacht. Es ist halt Verletzungen, ich habe eine Schambeinentzündung gehabt bei Red Bull, wie ich gerade am Sprung zur ersten Mannschaft war, dort mittrainiert 2 Wochen und bin dann 2 Monate ausgefallen mit einer Schambeinentzündung. Und ja, ich glaube, dass solche Sachen, wenn es schwieriger wird, also im Fußball und vor allem im Profibereich, das macht dich einfach nur stärker. Ich habe mir angeschaut, du hast schon mit sehr vielen Trainern zusammengearbeitet. Da steht halt unter anderem Gerald Baumgartner, der vorher bei uns war, Adi Hütter, Heimo Pfeifenberger, Michael Bauer, jetzt Thorsten Fink. Gibt es da irgendjemanden, der dich irgendwie schon besonders geprägt hat oder irgendjemand, wo du sagst, von dem Trainer habe ich sehr viel mitnehmen können? Den meisten mitnehmen habe ich können von Peter Hyballer. Peter Hyballer war ein sehr guter Trainer und ein deutscher Trainer, so wie unser Trainer jetzt. Und ich muss sagen, durch ihn habe ich irgendwie ja den Sprung vom Kinderfußball in den Profifußball geschafft. Und bei ihm habe ich innerhalb von einem Jahr sehr viel gelernt und habe mich sehr gut mit ihm verstanden. Und er hat auch immer gewusst, wie er mit mir umgehen muss. Also ich glaube, dass Peter Hyballer ein sehr wichtiger Stein auf meinem Weg war. Ja, du bist dann von Salzburg nach Wiener Neustadt gekommen. Hast dort Bundesliga dann gespielt. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
sehr gute Zeit für mich, weil das war mein erstes Bundesliga-Jahr. Ich habe sehr viele Spiele gemacht beim Heimo Pfeifenberger und ja, es war nicht immer lustig bei Neustadt, weil es immer um einen Abstieg gegangen ist und jede Woche zum Fighten war und auch jede Woche ein Überlebenskampf, aber ja, ich glaube, dass solche Vereine oder so eine Zeit beim Abstiegskandidaten die auch nur stärker machen. Also ja, ich finde, dass das eine sehr gute Zeit war und eine sehr wichtige für mich, für meinen Lernprozess und für meine Entwicklung. Ist das bei Wiener Neustadt auch ein Vorteil, dass man dort ziemlich abseits der Öffentlichkeit arbeiten kann? Dass man, na, du hast gesagt, natürlich, es geht auch immer gegen einen Abstieg, aber es gibt jetzt keinen, es hat keinen wirklichen Erfolgsdruck auch gegeben, so jetzt wie bei einem Verein wie bei der Austria oder bei Red Bull Salzburg, wo gleich alle verrückt spielen, wenn man zweimal hintereinander verliert? Na, Erfolgsdruck war nicht da, aber ich glaube, dass es war schon ruhiger alles, das ist ja klar, weil es interessiert ja auch keinen, was Wiener Neustadt macht am 10. Platz. Ich glaube, dass jeden mehr oder in Österreich jeden interessiert, was der Erste oder Zweite macht. Aber trotzdem war auch Druck da, weil ich glaube, dass kein Spieler absteigen will oder das in seiner Statistik drinstehen haben will, dass er mal abgestiegen ist mit einem Verein. Und mir persönlich war das sehr wichtig, dass ich nie irgendwie abgestiegen bin oder sowas auf meiner Visitenkarte habe jetzt. Genauso dann letzte Saison, Grödig, wenn du zurückblickst, gutes Jahr für dich gewesen? Durchwachsenes Jahr, sagen wir so. Es war nicht einfach voriges Jahr, weil Grödig, also wir haben immer hoch und tief gehabt. Und ja, wir haben wieder um einen Abstieg gespielt. Habe zum Glück da früher das alles klar machen können mit meiner Mannschaft. Und ich glaube, dass wir in Grödig eine Mannschaft waren. Als Kollektiv waren wir sehr stark, wir haben uns sehr gut miteinander verstanden und ja, als Mannschaft haben wir es dann geschafft, dass wir nicht abgestiegen sind. Und ja, wenn man so sieht, war es ein gutes Jahr, weil wir nicht abgestiegen sind. Und du hast dich in Grödig auch ein bisschen ins Rampenlicht spielen können, hast das Interesse erweckt, Hoffenheim, Austria. Wie ist aus deiner Sicht dieser Transfer zur Austria zustande gekommen? Wann hat es da die ersten Kontakte, Gespräche gegeben? Kontaktgespräche, ja. Zwei Wochen vor Meisterschaftsende war da irgendwie schon der Kontakt da, aber es war noch nicht konkret und dann war ich beim Nationalteam und nach dem Nationalteam dann hat sich dann alles fixiert für mich, habe unterschrieben und ja, ich glaube, dass ich gute Gespräche gehabt habe mit den beiden Vereinen und dass das jetzt so wie es ist gut passt. Du bist ja noch immer ein junger Spieler. Wenn du dich selber einschätzen müsstest, was sind einerseits Dinge, wo du glaubst, da hast du deine Stärken? Teil 1 der Frage. Meine Stärken? Dass ich ja, dynamischer Spieler bin, offensiv orientierter Verteidiger, dass ich ja, sehr kampfbetont spielen kann, wenn ich so ein bissiger Spieler bin. Und ja, ein quirliger Spieler und ein gutes Passspiel und gutes Flankenspiel habe. Teil 2 der Frage, was möchtest du noch verbessern? Ja, mein Stellungsspiel ist sehr wichtig. Mein Stellungsspiel hat noch ein paar Lücken, glaube ich. Und ja, Kopfballspiel und im technisch-taktischen Bereich vielleicht noch die eine oder andere Sache. Meinen rechten Fuß muss ich noch, weil den habe ich nur zum Hosen anprobieren. Ja, es gibt immer was zum Bessermachen. Okay, du trainierst jetzt seit der Vorbereitung erstmals, du hast gesagt, wieder ein deutscher Trainer, du hast mit Peter Hyballa eine gute Erfahrung gemacht, hast du gesagt, Thorsten Fink, was ist das für ein Trainer, wie geht der mit euch um, was kann man von ihm lernen? Man kann sehr viel lernen von ihm, ich glaube, dass der Trainer sehr viel erreicht hat, als Fußballer und als Trainer und dass er sicher uns das uns sehr ja, weiterbringen kann und der Austria sicher gut tut und er ist ein sehr sympathischer Trainer und vor allem er hat eine gute Mischung zwischen Härte und Lockerheit und das ist ganz wichtig beim Trainer, dass er weiß, wie er mit Spielern umgehen kann oder muss und ich finde, dass
Thorsten Fink ein sehr guter Trainer ist und ein sehr wichtiger Trainer für die Austria in der Situation jetzt, wo die Austria war. Ich habe jetzt auch den Eindruck gewonnen, auch mit seinem gesamten Trainerteam, dass da sehr viel Wert auf jedes noch so kleine Detail gelegt wird. Stimmt das? Ja, schon. Also es ist schon, so Kleinigkeiten sind schon wichtig für den Trainer. Und ja, ein Trainer ist sehr wichtig, dass wir Disziplin an den Tag legen und uns professionell verhalten. Aber es gehört halt auch mal auch Spaß gemacht oder ein bisschen Lockerheit rein in das Ganze. Und ich glaube, dass die Mischung sehr gut passt. Das ganze Trainerteam ist eigentlich sehr sympathisch und arbeitet sehr gut. Ja, jetzt sind die ersten zwei Runden gespielt. Ihr seid an der Tabellenspitze. Gratulation. Aber es sind nur zwei Runden. Wenn du jetzt versuchst, einmal eure Mannschaft und die Liga einzuschätzen, welches Bild ergibt sich da für dich? Naja, jetzt nach zwei Runden kann man gar nicht sagen, wo wir stehen. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt einmal gut reingestartet sind. Und dass wir die ersten drei, also die ersten sechs Punkte gemacht haben. Und ja, ich glaube, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben und sehr viel Entwicklungspotenzial. Nur kann man jetzt nicht hergehen und die Austria in den Himmel heben, weil wir eben noch viel Arbeit vor uns haben. Und unser Ziel oder ja, unser Fernziel wird sicher unter die ersten drei sein. Jetzt haben wir schon nach den Spielen mit einigen Spielern gesprochen und jeder hat gesagt, das Selbstvertrauen ist wieder da. Jetzt, wenn ich mich an die letzte Saison zurückerinnere, da ist ja alles schiefgegangen, was nur irgendwie schiefgehen kann. Wie du da zu der Mannschaft neu dazugekommen bist, hast du da gemerkt, dass da irgendwie nur so ein moralischer Knacks drin ist oder hast du davon gar nichts mehr mitbekommen? Ja, ein bisschen hat man schon gemerkt, dass ein bisschen Unsicherheit da ist und dass die Spieler noch über die vergangene Saison jetzt reden. Aber ich glaube, dass der Trainer das uns schon austrieben hat während der Vorbereitung und ja, man braucht eh nicht betonen, wie die vorige Saison war. Wichtig ist, dass wir da sind und dass wir jetzt einfach arbeiten dafür, für das, was wir vorhaben. Und ihr schaut in die Zukunft. So ist es.